Ah, da will ich auch mal mitmachen, wenn ihr alle so schön Fotos macht. Hier ist also mein Titan V30. Nee, wie heißt der? TT30, genau. Da habe ich jetzt einen 50er Motor eingebaut. Man sieht das, weil die Schraubenbefestigung vom Chassis nicht passt. Der 50er hat normalerweise hinten auch ein breiteres Chassis, um einen breiteren Tank aufzunehmen. Ich will noch mal gucken, wie ich das hier kompensiere. So, das hier ist das kleine Ding, der hübsche SR70 für die Wohnung. Aber das ist auch Blödsinn, die Wohnung ist auch zu klein. Der macht schon so viel Wind, dass man direkt den Bodenlufteffekt im Wohnzimmer hat. Den V120 hier, den habe ich auch mal versucht, im Wohnzimmer zu fliegen. Das kannst du völlig vergessen. Der macht noch mehr Wind. Und vor allen Dingen, ich habe ihn da erstmal ein größeres Landegestell verpasst, weil sonst kann ich das Gerät überhaupt nicht bewegen. Er ist dazu noch völlig blödsinnig eingestellt. Dann habe ich aus einer Vitrine gekauft, in neu. Ist blödsinnig eingestellt, dass wenn ich abhebe, er sofort nach hinten so abkippt, obwohl der Schwerpunkt ausgemacht ist und hin und her. Ich will aber jetzt noch nicht dran rumzaubern. Dann bin ich jetzt dreimal geflogen. Genau, dreimal geflogen. Beim ersten Mal fliegen bin ich direkt hier. Man sieht das Kitsch hier am Rotorblatt. Da ist mir auch direkt ein Blatthalter gebrochen. Dann musste ich schon wieder direkt alles auseinanderbauen. Nach 3,5 Sekunden fliegen. Nee, noch nicht mal, anderthalb. Genau. Und den großen, den baue ich halt gerade um. Da bin ich jetzt gerade noch mit beschäftigt. Jetzt habe ich hier einen großen Akkupack mir geholt. Man sieht das jetzt nicht, weil es ja unter der Karosserie ist. Ich habe ihn auf jeden Fall komplett auf die Aluteile umgebaut, hier auf die Rampe. Dies ist das Alu. Dann verwindet die sich nicht mehr. Die hat sich nämlich vorher hier seitlich so rüber zu verwunden. Ich habe es alles relativ spielfrei hingekriegt. Ich habe hier ein 520er Gyro reingemacht. Dann habe ich ein neues dickes Lithium-Pack hier unten drunter mir besorgt. Dann ist ein BNC da drin und ich baue das jetzt hier alles in die Kiste rein, fast das mit dem Kleben. Man muss sie immer wieder mal aus- und einbauen. Genau, und dann habe ich die dicken, fetten XP-Servos eingebaut. Die sind ja auch von TT, DS15. Und dann habe ich hier noch ein anderes DS15 gefunden für Nick und Wippe. Dann habe ich hier unten Futabo, was steht da drauf, S9254 als schnelles Servo in Verbindung mit dem Gyro drauf. Und als hier habe ich noch, als ja hier ist noch so ein komisches Metallservo, das hat irgendwie 30 Euro gekostet oder so. Mal gucken, ob es das kann. Aber da ist nicht so viel Kraft drauf, macht ja hier die Taumelscheibe hoch und runter. Also verstellt den Pitch. Und das ist hier ein uraltes Plaste-Servo, das hat hier auch schon ein bisschen Spiel. Das ist für, da muss ich schon mal gucken, da habe ich bestimmt noch ein Metallservo irgendwo liegen. Ja, da müsste ich mal weiterbauen. Aber wie das halt so ist, ne? Man kommt ja immer zu nichts. Ja, okay, das war's. Viel Spaß und Freude noch.